für die Spieler und Anhänger des Vereins geht es hier in erster Linie um die Ehre. Unentwegt hallen Fangesänge durchs Stadion. Die stolzen Hymnen und Lieder des Vereins. Die perfekte Geräuschkulisse für diese Partie. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Für alle, die erst später dazugestoßen sind, der Ball, der rollt schon. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Ein hochinteressanter Ball. Erstmal geklärt. Und da haben sie ihn schon wieder. Einfach gut gemacht. Das war so wichtig, dass er hier den Angriff des Gegners zunichte macht. Mbappé hat die Chance. Mbappé! Das ist einfach Torwartspiel auf allerhöchstem Niveau. Mbappé hat da eigentlich alles richtig gemacht, aber das war einfach eine Riesenaktion vom Torwart. Die Möglichkeit zum Abschluss. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, dann geht's plötzlich ganz schnell in die andere Richtung. Peter Schmeichel, wow! Richtig stark gehalten. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht absicherst. Haaland! Hansi, deine Meinung zu dieser Anfangsphase? Also ein Kickstart ist das nicht. Beide wollen zunächst mal sicher stehen und dann mit zunehmender Spielzeit gucken, was geht. Hier ist Philipp Lahm. Jetzt ist was möglich. Lahm hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht. So darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. So, ich denke, das ist seine letzte Privataudienz hier beim Schiedsrichter. Ja, der Schiedsrichter hat eine Menge Geduld und belässt es nochmal bei der Ermahnung. Aber irgendwann ist Feierabend. Und jetzt Peter Schmeichel, wow! Klasse Aktion vom Keeper. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Er haut ihn raus. Und sie holen den Ball, Werde! Da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Gürlit. Tolles Zuspiel. Und da kommt ein Tor. Also ich habe fast den Eindruck, das ist ihr Plan. Warten auf die Fehler des Gegners, überfallartig angreifen. Der Rest ist Formsache. Und damit steht's 1-0. Sie müssen diesen Vorsprung jetzt allerdings auch noch über die Zeit bringen. Und das ist ein hartes Stück Arbeit. Er zieht auf und da macht er sein Tor. Ein perfekter Zeitpunkt. 100. Spiel und dann noch ein Tor. Balleroberung, schneller Konter, konsequenter Abschluss. Genau so muss es gehen. Sie haben sich das vorgenommen und sie setzen es um.